Vers 7. Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tad atmanam srijamiyaham. Yada yada, wann und wo auch immer, hi gewiss, dharmasya, der Religion, glani, Abweichungen, bhavati, auftreten, bharata, o Nachkomme Bharatas, abhyutanam, Vorherrschaft, adharmasya, der Irreligion, tada, zu dieser Zeit, atmanam, selbst, srijami, manifestiere mich, aham, ich. Wann und wo auch immer das religiöse Leben verfällt, o Nachkomme Bharatas, und Irreligiosität überhand nimmt, zu der Zeit erscheine ich. Erläuterung. Das Wort Srijami ist hier von Bedeutung. Srijami kann nicht im Sinne von Schöpfung verstanden werden, denn dem vorherigen Vers zufolge werden die Form wie auch der Körper des Herrn niemals erschaffen, da all diese Formen ewig bestehen. Deshalb bedeutet Srijami, dass sich der Herr so manifestiert, wie er ist. Obwohl der Herr nach Plan erscheint, nämlich am Ende des Dwapara-Yuga, des 28. Yuga-Umlaufes, des 7. Manu, einmal an einem Tag Brahmas, ist er nicht verpflichtet, sich an solche Regeln und Richtlinien zu halten, denn es steht ihm völlig frei, nach Belieben auf vielfältige Weise zu handeln. Er erscheint daher nach seinem Willen immer dann, Irreligiosität vorherrscht und wahre Religion verdrängt wird. Die Prinzipien der Religion sind in den Veden festgelegt und jede Abweichung von der richtigen Ausführung der vedischen Regeln macht einen Menschen irreligiös. Im Bhagavatam wird erklärt, dass diese Prinzipien die Gesetze des Herrn sind. Allein der Herr kann ein System der Religion schaffen. Ebenso ist es eine anerkannte Tatsache, dass die Veden ursprünglich vom Herrn selbst gesprochen und Brahma durch dessen Herz offenbart wurde. Deshalb sind die Prinzipien des Dharma, der Religion, die direkte Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Auf diese Prinzipien wird überall in der Bhagavad Gita klar hingewiesen. Es ist der Zweck der Veden, solche Prinzipien gemäß der Anweisung des höchsten Herrn festzulegen. Und der Herr erklärt am Schluss der Gita eindeutig, dass das höchste Prinzip der Religion in nichts anderem besteht als darin, sich ihm allein zu ergeben. Die vedischen Prinzipien drängen einen in die Richtung dieses Zieles, nämlich der völligen Hingabe zum Herrn. Und immer, wenn diese Prinzipien von den dämonischen Kräften gestört werden, erscheint der Herr. Aus dem Bhagavatam erfahren wir, dass Buddha eine Inkarnation Krishnas ist, die erschien, als der Materialismus Überhand nahm und die Materialisten die Autorität der Veden zum Vorwand nahmen, um ihre Gewohnheiten zu rechtfertigen. In den Veden gibt es viele einschränkende Regeln und Vorschriften für Tieropfer, die nur für ganz bestimmte Zwecke durchgeführt wurden. Aber damals brachten Menschen mit dämonischen Neigungen diese Tieropfer dar, ohne sich nach den vedischen Prinzipien zu richten. Buddha erschien daher, um diesem unsinnigen Treiben ein Ende zu bereiten und die vedischen Grundsätze der Gewaltlosigkeit wieder einzuführen. Mit anderen Worten, alle Avatars, Inkarnationen des Herrn, haben eine bestimmte Mission und jeder von ihnen wird in den offenbarten Schriften beschrieben. Niemand sollte als Avatar anerkannt werden, wenn er nicht in den Schriften erwähnt wird. Es ist nicht so, dass der Herr nur auf indischem Boden erscheint. Er kann überall und zu jeder Zeit erscheinen, ganz wie es ihm beliebt. In jeder Inkarnation offenbart er so viel über Religion, wie es die Menschen gemäß den jeweiligen Umständen verstehen können. Aber die Mission ist immer dieselbe, nämlich die Menschen zum Gottesbewusstsein und zum Gehorsam gegenüber den Prinzipien der Religion zu führen. Manchmal steigt der Herr persönlich herab und manchmal schickt er seinen echten Stellvertreter in der Form seines Sohnes oder Dieners und manchmal erscheint er selbst in einer versteckten Form. Weil Arjuna im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen in anderen Teilen der Welt spirituell weit fortgeschritten war, wurden die Prinzipien der Bhagavad Gita ihm verkündet und damit auch allen anderen hochstehenden Menschen. Dass 2 und 2 gleich 4 ist, ist eine mathematische Aussage, die sowohl beim einfachen Rechnen als auch in der höheren Arithmetik ihre Gültigkeit hat.
Dennoch muss zwischen höherer und elementarer Mathematik unterschieden werden. Ebenso lehren alle Inkarnationen des Herrn die gleichen Prinzipien. Doch den verschiedenen Umständen entsprechend erscheinen die Lehren mehr oder weniger fortgeschritten. Wie später noch erklärt wird, beginnt die Ebene der höheren religiösen Prinzipien, wenn das System der vier Unterteilungen und Stufen des gesellschaftlichen Lebens befolgt wird. Die einzige Aufgabe einer jeden Inkarnation besteht darin, überall Krishna-Bewusstsein zu erwecken. Dass dieses Bewusstsein einmal sichtbar ist und ein anderes Mal nicht, liegt allein an den jeweiligen Umständen.